Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß. Oh. Dollar, Verbandskasten, Zeitungsstand. Okay. Alte Tee. Nein, ich geh nicht. Ich hab die Toilette benutzt. Ich hab Alkohol aus der Toilette getrunken. Digga, hat der mich erschrocken. Ich kann mir das Tagebuch nicht durchlesen. Ah, hier muss ich sogar lang. Dann will ich aber erstmal runtergehen. Hat die eine Waffe? Ah, so kriege ich Money, alles klar. Kann ich mir hier erstmal... Wer? Ah, okay, ich kann hier wieder raus. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Ist hier Verbandskasten aufheben? Einmal usen, vorsichtshalber. Ganzen Alkohol mitnehmen. Oh, Kanonenkugel. Oh, ja. Ja. Hier ist sonst nichts mehr. Alles klar. Oh, Achievement. Toaster in der Wärme. Cool. Ach, ich kann... Mann. Ich bin es gewohnt, dass man mit Shift sprinten kann, aber das geht nicht. Flasche aufheben, Verbandskasten und Flasche. Sollte vielleicht nicht die ganze Zeit den Alkohol trinken. Aber ich gebe das ein Achievement. So, Tee. Tee. Hilfe? Kompass. Halte T, geht nicht. Ah, P ist Pause, alles klar. A ist auch nochmal das. Ja, F ist Verbandskasten. M ist auch Ka- Hä? Okay. Geld eingesammelt. Alles klar. Hä, wieso kann ich denn... Ich kann mit T kein Dings öffnen. Erstmal Zigaretten mitnehmen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Noch mehr Zigaretten. Schokoriegel. Okay, dann war es das hier soweit, würde ich mal meinen. Wo kommst du denn her? What? Kann ich das? Nee. Nee. Okay. Hallo? Foodlight Theater. Okay.
Da komme ich dann runter. Finde ich hier noch was? Ich könnte ja eigentlich auch von hier oben wegböllern, ne? Nee, ich kann keine Waffen benutzen. Okay. Ach. Hey. Hallo? Jetzt mal kein kleines Kind angegriffen, ne? Angegriffen, ne? Oh. Alter, du bist der Main. Pass auf, wo du den hinwirfst. Hey, der Big Daddy ist weg. Okay. P zum Speichern. Einfach mal. Okay, ich wollte gerade sagen. Okay, da könnte ich lang, aber erstmal will ich nochmal hier Leiche durchsuchen. Ja, ein bisschen Geld und so. Das ist eine Folge von Kommentare der Dinge. Okay, ja, es gibt. Will ich nicht jetzt. Obwohl, doch, komm. Hey, I'm Jeff Keighley here in Boston. To go behind the scenes to hear some untold stories about the making of Bioshock with Ken Levine and Sean Robertson. Will ich das wirklich sehen? Talk a bit about the theme and setting of BioShock Rapture. Ich würde sagen, wir haben es jetzt gefunden. Wir gucken uns das ganz am Ende des Spiels noch einmal an. Das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Kann ich hier durch? Nein. Hallo. Danke für dein Brot. Okay, hier ist ein neues Wiederchamber. Okay. Hatte die nicht eine Pistole? Ah. Ist hier irgendwas? Mülleimer. Nichts. Okay. Sollte man hier wegnutzen? Ich bin ja voll auf Erkundung so. Im Erkundungsmodus. Nicht, ich böller alles weg Modus. Aber vielleicht soll ich das mal sein. Ich weiß ja nicht, was es hier alles so zu entdecken gibt. Ob es hier irgendwas Cooles zu entdecken gibt. Was machst du denn? Wo ist die denn lang gelaufen? Einfach komplett an mir vorbei. Hey. Hm, okay. Ich wollte gerade noch mal raufschießen, aber ich dachte mir so, nee. Muni-Verschwendung. En masse. Hast du Brot? Ja, Eli. Hab ich. Ich hab's zwar einer Leiche geklaut, aber das ist ja egal. LUL!
Oh. Hoi, hoi, hoi. Es kommt. Lag, lag, lag. Mein Spiel hängt. Ich hab Standbild. Was? Oh nö. Hallo? Ich hab ein Startbild. Okay. Taskmanager, Bioshock, schließen. Steam, Bioshock. Oh, neuer Gegenstand im Inventar. Bioshock, starten. Auf einmal, warum? Warum kriege ich dann ein Standbild? Finde ich nicht in Ordnung. Gar nicht eigentlich so. Ich würde ja sagen, perfekter Moment für eine Pause, ne? Aber der Stream geht gerade mal eine halbe Stunde oder so. Alter, war das laut! Leck! Ja, das lag daran, dass Bioshock gestartet hat. Ho, Spielladen. Ich spiel einfach, ich klicke mal weiter. Danach kann ich ja immer noch auf Spielladen klicken. Je nachdem, wo ich jetzt wieder ankomme. Gut, dass wir eben gerade einmal gespeichert haben. Das ist schon ganz gut. Würde ich mal sagen. Warte. Ach, hier. Okay, dann müssen wir das hier nochmal aufsammeln, vorsichtshalber. Gut, dass wir die Sachen doch noch nicht... Brot! doch noch nicht anhören, weil ich jetzt gerade gelesen habe, dass da... dass das Spoiler beinhalten könnte. Der Sound ist wieder lauter geworden, oder? Nee. Hä? Es hört sich lauter an. Als eben. Oder? Also für mich zumindest. Wisst ihr nicht, wie es euch geht? Ich hab zum Glück gerade noch schnell rechtzeitig... aber ein Healpack geused. Wäre vielleicht fast zu spät geworden. Mann, jetzt stirb! Okay. So. Speichern. Ist der Sound lauter? Hört sich lauter an. So, jetzt kommt ja gleich irgendwer. Erstmal alles benutzen. Hä, waren hier nicht Gegner? Oder kommen die gleich wirklich irgendwie aus irgendeiner Art und Weise? Oder wegen irgendeiner Art und Weise? Einfach gleich so random
hierher. Ja. Die kommen gleich ganz random. Okay. Sicherheitsalarm ausgelöst. Macht keinen Sinn. Alles klar. Einfacher als erwartet. Und gleich kam das Standbild. Und noch mehr. Ist ja irgendwie witzig, ne? Ich kann keinen Verbandskasten mehr mitnehmen. Das ist unfair. Ich hätte gern einen. Ich habe erst 9 plus. Ne, 9. Das ist ein X. Ein Verbandskreuz. Alles klar, das Wetter rastet gerade komplett aus, ey. Stürmt hier übel hart. Wieso werfe ich keinen Schatten? Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ups. Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Was wollt ihr denn? Okay, sie machen es gleich kaputt. Ich bin bereit. Oh, und auch nicht. Okay, dann nicht. Ich dachte gerade. Aber gut. Ziele immer auf den Kopf, so fügst du mehr Schaden zu. Headshot, Bitch. Wird M. Drücke M, um dein Ziel auf und die Karte zu sehen. Okay. Speichervorgang läuft. Bitte die PC nicht abschalten. Habe ich jetzt nicht unbedingt vor, so mitten im Spiel und mitten im Stream? So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang, mach schon. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Elektrobolt. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Ja, worüber redest du gerade? Umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür. Es ist Ryan. Andrew Ryan, verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Er hat Neptune abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Geschafft. Mach, dass du da rauskommst. Schnell jetzt! So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.